Annahmeposition. Also, Position finden für junge Athleten. Fertig. Schon mal keine so schlechte Position. Von der Bereitschaftsposition ist hier erstmal ganz gut. Nicht sowas machen, weil am Ende musst du das machen. Halt die Hände hier leicht angewinkelt, Handflächen offen vorne. Das ist eine gute Position zum Starten. Die Idee ist, Hand raus spielen, Hände raus, außen schließen, spielen zusammen. Wir probieren. Hier, links erster Ball, zack. Links zweiter Ball, außen schließen. Genau. Rechts und rechts mit beiden. So, das als kleine, damit die Spieler lernen, nicht sowas zu machen. Und auch gleich lernen, mit dem Arm immer schnell zu sein. Der Klassiker ist, werdet ihr morgen auch sehen, es kommt ein scharfer Ball auf den Körper, wir machen das und das sind die Bälle, die links und rechts hinten rausgehen. Weil die Spielerin hier zusammenführt und dann merkt, oh, ich muss ja zur Seite, das macht, der Ball kommt auf und geht in die Richtung weg. Während die Idee, immer erstmal hinter den Ball zu kommen und ihn auf jeden Fall in dem Bereich vor mir im Spielfeld zu halten, zumindest dafür sorgt, dass er spielbar ist. Jetzt die große Frage zur Technik. Wir haben eine Italienerin, die möchte unbedingt alles aus dem Bein baggern, die Libera. Wirklich. Sie versucht immer dahinter zu laufen. Wir haben die Greta, die Außenangreiferin, die heute neben der Jenny in der Startsechs war, die auch massiv immer aus dem ganzen Körper versucht, sämtliche Bagger zu machen, die auch viele Probleme haben, wenn es in den seitlichen Bereich geht. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel eine Lenka letztes Jahr gehabt in Schwerin oder jetzt Nationalmannschaftslibera, die ganz, ganz flexibel hier oben ist oder eine Jenny, die auch immer wieder versucht aufzumachen. Meine Idee, die ich einem 12-Jährigen und aber auch einer Bundesligaspielerin immer sage, auch wirklich jetzt am Beispiel bei Elli zum Beispiel bei uns, die kleine Libera, den Ball interessiert nur das Spielbrett. Wenn mein Spielbrett in die richtige Richtung zeigt, ist dem egal, ob ich so da stehe, weil ich glaube, wir denken viel zu oft an tausend Dinge außenrum und dabei ist das Problem einfach nur hier. So. Und dann, wenn die Frage kommt, Beine, Arme, lateral, frontal, sage ich immer, ja, nimm die Beine zum Laufen oder nimm die Beine, um zum Ball zu kommen und nimm die Arme zum Spielen. Da habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich das versuche zu trennen. Und am Ende im Leistungsbereich ist nicht die Möglichkeit, hinter den Ball zu laufen. Das heißt, ich muss im Leistungsbereich lateral spielen können. Also warum 10 Jahre lang versuche, dahinter zu laufen und wenn ich dann erste Liga spiele, anfangen so zu spielen. Also ist meine Idee, dieser Ring ist immer perfekt. Ich kann hier perfekt spielen, ich kann hier perfekt spielen, ich kann hier perfekt spielen.